أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، ترفع راية السنة. فيزن خوارج شوت مال الخوارج wurden so genannt weil sie den Weg von Sahaba verlassen haben und die haben die waren weit weg von dem Weg von Sahaba und das heißt خرج على طريق الصحابة deshalb hat man sie خوارج weil sie sozusagen den Imam von Muslimin abgestoßen haben und die wollten einen eigenen Weg machen und das Schlimmste ist bei diesen Leuten dass sie والعياذ بالله den Koran selber interpretiert haben nach ihren Meinungen, nicht nach dem, was die Sahaba vom Propheten gelernt haben. Und diese Leute, die sagen, Al-Iman ist ein, das wird, ist ein Stück. Nicht wie die Gelehrten von Ahl-Sunnah al-Jama'ah sagen, der Iman ist komplex von Taten und von Aussagen und so weiter, alles zusammen. Bei Khawarij ist nein, der Iman ist ein Stück nur. Und wenn du nur eine große Sünde machst, dann bist du kein Muslim mehr. Weil der ganze Iman ist weg. Aber Ahl-Sunnah al-Jama'ah sagen, nein, der Iman ist komplex. Und wenn du eine Sünde begehst, das heißt, dein Iman wird weniger. Aber nicht alles weg. Wie das zum Beispiel. Schau mal. Ahl-Sunnah al-Jama'ah sagen, wenn du eine Sünde begehst, das fehlt. Das fehlt. Das fehlt. Aber du hast noch etwas. Du hast noch Grundlage. Bei Khawarij sagen, wenn du eine Sünde begehst, dann geht das Ganze. Und so bist du kein Muslim mehr. Natürlich, Takfir ist das. Und Khawarij, die haben gesagt, es gibt keinen Imam, der gerecht ist. Und die haben alle Imame von Muslimin abgelehnt. Und die haben die Sahaba getötet, die haben die Muslime getötet. Und die haben viel Koran gelesen, die haben auch viel gebetet. Aber sie haben das so interpretiert, wie sie wollen. Und diese Khawarij, die haben angefangen zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einer kam zum Propheten, der hat den Propheten gezogen und er hat ihm gesagt, اعدل يا محمد فإنك لم تعدل هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. Das heißt, sei gerecht, Muhammad, sei gerecht. Du hast eine Verteilung gemacht, nicht in Angesicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist ungerecht. Der Prophet sagte ihm, ich bin derjenige, der die Offenbarung Allah bekommt. Dann wer ist gerecht? Wenn Allah und sein Prophet nicht gerecht sind und nicht gerecht verteilen, dann wer? Dann hat ein Muslim gesagt, ich töte ihn. Der Prophet sagt ihm, nein, lass ihn. Es kommen von seiner Nachkommenschaft Leute, die werden den Koran lesen, aber der wird seine Kehle nicht passieren. Das wird nur mit der Zunge. Aber die verstehen das nicht. Die werden die Muslime töten und die anderen verlassen. Die werden durch den Islam so passieren, wie ein Pfeil, wenn du das auf ein Beute schießt, ein Tier, und das kommt rein, so. Und das geht von der anderen Seite. So sind diese Leute. Möge Allah uns bewahren. Sind diese Leute keine Muslime? Eigentlich, es gibt unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten, aber die meisten Gelehrten sagen, die sind Muslim. Außer manche von ihnen, manche Gelehrten haben sie vom Islam ausgeschlossen. Die den Koran sozusagen fast verleugnet haben und die Sunna verleugnet haben. Möge Allah uns bewahren. Es gibt in dieser Zeit von diesen Khawarij, das stimmt. Ja, Shia und Khawarij, die haben den gleichen Glauben bezüglich Hukam, das stimmt. Weil die meisten Gruppierungen, die haben die gleichen, sozusagen in weniger oder mehr, haben die gleichen Grundlagen in bestimmten Themen. Schaut mal zum Beispiel, Al-Murji'a ist Gegenteil von Khawarij. Khawarij sagen, der Iman ist eine Sache. Und wenn du eine große Sünde begehst, dann hast du kein Iman mehr. Du bist Kafir. Al-Murji'a sagen, der Iman ist eine Sache. Und das bleibt immer fest. Und egal, was du von Sünden begehst, dein Iman bleibt. Du hast Iman wie Jibril. Mach Sünden, wie du willst. Du bist gläubig. Die anderen sagen, wenn du eine Sünde begehst, dann bist du kein Muslim. Beide sind gleich eigentlich, aber nur umgekehrt gemacht. Und beide sind falsch. Ahl-Sunnah al-Jama'ah sagen, Iman ist komplex aus Taten, Wörtern, Absichten und so weiter. Und das
mit guten Taten wird stärker, mit schlechten Taten weniger. Es kann sein auch, dass du etwas glaubst, dass du etwas sagst, dass du etwas machst, was dein Iman nichtig macht. Aber wie macht man das? Das braucht man bestimmte Bedingungen, bestimmte Erklärungen und so weiter. Und nicht jeder macht das wie in unserer Zeit. Möge Allah uns bewahren. Wer? Nein, die haben Uthman vom Islam ausgeschlossen. Die haben Uthman vom Islam ausgeschlossen und dann Ali vom Islam ausgeschlossen und sie haben Ali getötet. Radwanullah Ali. Diese Leute, Achi, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad, die haben ihn gesehen. Die kamen dann, die haben ihn mitgenommen, ja? Die haben ihm gesagt, was bist du? Wenn er sagt, Muslim, hätten sie ihn sofort getötet. Der hat gesagt, Mushrikun Mustajir. Das bedeutet, ein Götzendiener, der eure Hilfe braucht. Dann ist er mit ihnen gegangen. Die kamen an ein Schwein. Einer wollte das Schwein töten, der andere hat ihm gesagt, nein, pass auf! Wieso tötest du das Schwein? Das gehört doch zu einem anderen Mann von Leuten der Schrift. Lass es! Der hat das gelassen. Uff! Dann sind sie weitergegangen. Einer wollte von einem Baum was essen. Der hat ihm gesagt, nein, das ist nicht unser Vermögen. Das gehört einem Christen oder einem Juden. Lass das! Dann hat sozusagen der Mann ein bisschen gutes Herz bekommen. Der hat gesehen, die Leute beten und die lesen Koran und sowas. Die haben ihm gesagt, was denkst du über die Sahaba? Die haben die Leute geprüft. Der hat gesagt, die sind gute Muslime, Uthman und sowas und Ali, guter Muslim und sowas. Er hat gesagt, okay, holt mal seine Frau. Die haben den Bauch von seiner Frau aufgemacht und die haben das Baby rausgeholt, die haben das geschlachtet. Und dann haben sie seine Frau getötet und dann haben sie ihn geschlachtet. Ibn Khabbab ibn al-Arab. Auf jeden Fall, das bedeutet, Barakallahu fikum, diese Leute, und heute, in dieser Zeit, haben wir das Gleiche. Wallah, es gibt in manchen Ländern, die haben die Muslimin vom Islam ausgeschlossen. Einer ist in eine Moschee reingegangen und der hat angefangen, die Leute, während sie beten, der hat 50 Leute getötet. Die beten früh Gebet. Die haben gesagt, was tust du, die beten? Der hat gesagt, ihr müsst anfangen mit den ersten Kuffar, die vor euch sind. Und die waren die ersten Kuffar von mir. Deshalb habe ich sie getötet. In einem anderen Land, einer hat 11 seine Brüder und Schwestern geschlachtet und seine Mutter und sein Vater. Die haben ihm gesagt, warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, ja, ich mache das, damit Allah mit mir zufrieden ist. Diese Leute sind Kuffar. Und da gibt es, ich meine, ist klar, da gibt es solche Leute, möge Allah uns bewahren. Und es gibt natürlich auch ein paar Milchzähne-Kinder, TK, Kalaschnikow 2008. Diese Leute auch, die sind so, möge Allah uns bewahren. Der denkt nur an Takfir und an Kalaschnikow und der denkt nur an solche Themen, möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und befestigen auf dem richtigen Weg des Islam.